Ja, herzlich willkommen zu diesem Silvester-Special 2020. Ja, wie jedes Jahr rede ich in ein Silvester-Special, wie das Jahr für mich auf YouTube und privat so war. Und ja, dabei spiele ich diesmal Mario Kart 7 online. Viel Spaß und ich bin dabei. Ja. Silvester Special 2020. Also, auf YouTube habe ich dieses Jahr die 160 Abonnenten geschafft. Herzlichen Glückwunsch an euch. Ja. Und dieses Jahr gab es auch ein 150 Abonnenten Special, 4 Teile, und da habe ich euch Freeshit gezeigt. Ich muss sagen, ja, es hört sich gut mal. Ja, seit Januar mache ich wieder Livestreams auf YouTube. Ja. Dann kam einfach kurz zeitig eine Pause. Und seit Juli 2020 mache ich jetzt fast jedes Wochenende ein Livestream. Und zwar abwechselnd. Und zwar eine Woche schaue ich mal Videos auf YouTube an. Und die andere Woche dann zocke ich irgendein Game. Ja. Eigentlich habe ich dieses Jahr auch zwei neue Projekte angefangen, und zwar Snacktests und ja, Kochen mit Pascal. Diese beiden Projekte habe ich gelöscht, denn ja, das ist einfach nichts für mich. Und macht mir auch irgendwie keinen Spaß so. Deswegen habe ich diese Projekte, ich sag's mal, gelöscht. Ja. Dann habe ich auch meinen Kanalnamen umbenannt. Denn vorher hieß ich ja Random Pascal. Jetzt einfach nur Pascal. Und dann auch das Profilbild habe ich geändert. Und auch den Kanal Banner habe ich geändert. Vorher. Das Profilbild war ja vorher ein Foto von The Last of Us. Jetzt ist ja so eine Hand mit einem Controller und da steht ja drauf Gaming und auf dem Foto steht dann drauf Pascal. So einfach. Und der Kanal Banner war ja vorher von meinem Vanity Ernie, der leider ja verstorben ist. Und jetzt ist das so ein See von irgendeinem Wald. Na. Und die Random News haben einen neuen Namen gekriegt. Und zwar Pascal News. Die Pascal News und Politik News finde ich sind die besten Projekte, die ich hier auf dem Kanal habe. Die machen mir auch irgendwie so am meisten Spaß. Vor allem die Pascal News. Ja. Dann LPs und Let's Plays, die 2020 liefen. Ja, das Video ist ein bisschen
gescriptet, dieses Silvester-Special. Denn ich habe letztes Jahr gemerkt, scheiße, ist doch sehr viel passiert im Jahr. Und damit ich das Gleiche nicht nochmal passiert, habe ich es mal lieber gescriptet. Ja. Let's Plays, die dieses Jahr liefen, waren einmal Minecraft for Wii U vom 27.12.2019 bis zum 29.03.2020. Dann Call of Duty World War 2, also Zweiter Weltkrieg kann es sich ja dieses Spiel. Das lief vom 6.01.2020 bis zum 1.03.2020. Und dann Let's Play Miitopia, das ist ja Hauptprojekt dieses Jahr. Das lief sage und schreibe vom 5.04.2020 bis zum 22.12.2020, also ein halbes Jahr. Gut, ich habe ja auch verdammt viele, sehr oft kam es ja wochenlang hier nicht, dieses Let's Play, deswegen auch, weil ich nur rund um die Uhr das nur Let's Play Videos machen würde, dann wäre ich mit Sicherheit schnell durch gewesen. Ach, naja, sei es drum. Hat bestimmt den einen oder anderen Spaß gemacht, dass es ja so lange lief. Ja. Dann das letzte Projekt war Super Smash Bros. For Wii U Offline. Das lief vom 23.12.2020 bis zum 28.12.2020. Und jetzt das aktuelle Let's Play, Super Smash Bros. For Wii U Online. Das ist am 29.12.2020 gestartet und wird, ich schätze mal, irgendwann Januar 2021 enden. Mensch, die Jahre werden, die Jahresnamen werden auch immer länger. 2012, 2021. 2012, 2021. Ja, ich glaube, irgendwann wird man nur noch sagen 21 und das 2000 fällt dann irgendwann weg. Egal, ich komme schon wieder ab. Ja. Dann habe ich auch Videos halt vom Urlaub gemacht. Von Fehmarn. Dann, wo ich halt ja in Goslar war, wegen Berufsschule. Vom ja, vom Torfhaus. Und dann halt, ja, von der Arbeit, wo ich ja einen Teich so gefilmt habe. Solche Videos kamen dann auch noch. Und dann auch Roomtouren. Und zwar einmal von zu Hause, denn zu Hause hat mein Vater die Türen gestrichen und wir haben neue Fenster gekriegt. Unter anderem auch mein Zimmer. Und davon habe ich halt ein Video gemacht, wie mein Zimmer jetzt aktuell aussieht. Ja. Und dann eine Roomtour vom Urlaub von meinem Zimmer, was einfach nur eine Bruchbude war, ganz im Ernst. Da kann man keinen Jugendlichen pennen lassen. Ein Fernseher hätte schon mindestens ausgereicht und es hätte auch größer sein müssen. Und teilweise fiel da auch die Tapete ab. Und die Wohnung hatte auch kein WLAN im Urlaub.
Also die nächste Ferienwohnung wird dann hoffentlich eine Wohnung sein, wo auch WLAN ist. Das ist Voraussetzung. Ohne WLAN ist man heutzutage einfach nur aufgeschmissen. Und dann halt eine Roomtour von, ja, meinem Zimmer in Goslar. Es gibt auch noch Zimmers, wo die Toilette im Flur ist, also wo man halt auf den Flur gehen muss, um halt zum Badezimmer zu gelangen. Hatte ich auch schon. Aber von den Zimmern, wo ich ja eine Roomtour gemacht habe, da war die Toilette, also das Badezimmer halt auf dem Zimmer drauf. Ich musste dann nicht extra halt auf den Flur gehen. Das war echt Luxus. Gott sei Dank. So knapp. Und verzeiht mir, dass ich gerade so schlecht fahre. Erstens, welche Mario Kart 7 Online nicht so gut. Und außerdem achte ich darauf, dass ich auch ja nichts vom Script vergesse. Das ist mir auch schon oft passiert. Und dann halt noch dieses Jahr das Weihnachtsspecial. Und ja, ich kann jetzt nun auf YouTube auch Premieren seit diesem Jahr machen. Ich glaube, seit Dezember kann ich das. Habe ich zufälligerweise gesehen. Bei einem Video hochladen. Dass ich nun auch die Funktion habe, Premieren zu machen. Auf dem Smartphone. Vorher konnte man das nicht auf dem Smartphone machen. Ja. Und dann habe ich auch dieses Jahr angekündigt, dass ich keine Livestreams mehr machen werde auf Twitch. Ja, ich war kurzzeitig auf Twitch. Ja, weil ich, wenn ich ja auf YouTube Livestreams machen kann, brauche ich ja keine Livestreams mehr auf Twitch zu machen. Das war auch der einzige Grund, warum ich nur auf Twitch halt Livestreams gemacht habe. Weil ich kurzzeitig ja keine Livestreams mehr auf YouTube machen konnte. Leider. Aber dank der App, die ich habe, wo ich Livestreams auf YouTube machen kann, unter anderem. Ja. Kann ich nun auch eigentlich wieder Livestreams auf YouTube machen. Gott sei Dank. Es gab zwar zwischenzeitlich Probleme mit der App. Ich musste sehr oft die App auch wechseln. Und auch Probleme mit dem Internet. Aber das hat sich jetzt Gott sei Dank geklärt. Ja, nicht nur Nintendo hat solche Probleme. Wie man best auch sehen konnte gestern. Ja. Ja. Ja, das war's auch schon mit YouTube für dieses Jahr. Kommen wir nun zum, ja, Privaten. Privat, Schule und Arbeit. Januar. Dieses Jahr war ja sehr stark von Corona geprägt. Allgemein war das ein Scheißjahr. Zum Beispiel der Anschlag von Halle. Da war es Hanau. Na egal. Oder auch die Feuer in Australien. Oder auch Corona. Oder auch der Brexit. Brit happens, sage ich dazu nur. Das Jahr kann man vergessen. Und dieses Jahr wird auch definitiv in die Geschichtsbücher eingehen. Ja, Januar war Schule, alles noch so wie immer. Ich glaube, das war auch doch bis jetzt der einzige beste Monat, der Januar. Obwohl, nee, Januar war auch nicht das Zoohausjahr, was ja abgefuckt ist, wo ja die Menschenaffen starben. Das Jahr war von Anfang an scheiße. Sagen wir es mal so.
So persönlich für mich jetzt nicht. Aber so halt für die Menschheit war das ja scheiße. Ja. Februar. Ja. Februar, am 15. Februar habe ich Geburtstag. Da wurde ich 17 Jahre alt. Nein, ihr braucht mir nicht alles Gute nachträglich zu wünschen. Verlange ich auch nicht. Das macht den, werde ich eh viel verrückt erklären. Dann ungefähr ein Jahr später, nach einem Geburtstag, noch jemanden nachträglich zu gratulieren, ist eh bekloppt. Ja. Und in der Schule wurde im Februar noch gesagt, ja, dass Corona harmlos ist und dass es schnell vorbei wird, geht. Und es lief da auch noch alles relativ normal ab. Ja, März, Anfang März. Da war ich auf Klassenfahrt. Die Abschlussfahrt 2020, ja, Schulabschlussfahrt 2020. Und zwar nach Tschechien. Das Beste. Mir ging es so am Ende ein bisschen schlecht, weil es da auch sehr deftiges Essen gab. Und ja. Aber Gott sei Dank war es nur für. Ja, für einen Tag nur. Kein Corona, keine Angst. Ja, und eine Woche später, ja, war Tschechien schon zu. Sprich, wenn wir eine Woche länger geblieben, hätten wir nicht mehr zurück nach Deutschland kommen können. Denn da war, eine Woche später war Tschechien im Lockdown. Ja. Und dann, zwei Wochen später, hatten wir auch schon, kam auch schon der erste Lockdown, wo auch die Schule halt zugemacht wurde. Zwei Wochen vor den Osterferien. Geil. Die Schuldirektorin hat auch gesagt, ja, ich schicke euch frühzeitig in die Osterferien. Ja, und hatten ungefähr vier Wochen dann halt frei, oder fünf Wochen. Das ist nicht mehr so genau. Auf jeden Fall war es eine lange Zeit. Aber auch während des Lockdowns hieß es lernen. Und zwar auf der Internetseite iSurf. Wo ich jetzt auch aktuell bin bei der Berufsschule. Falls die Schule nicht öffnen sollte, die Berufsschule. Damit wir trotzdem noch lernen können. Ja, dann ist man schon auch aus der Schule raus und muss trotzdem aus der Schule. Na gut, diesmal ist es ja auch Berufsschule. Bisschen besser als so eine Allgemeinbildungsschule, aber trotzdem irgendwie scheiße. Schule anfühlt sich viel scheiße. Naja. Musste, wie gesagt, auf iSurf was machen. Hat mehr oder weniger gut geklappt. Vor allem unser Chemielehrer hat sehr oft was auf iSurf hochgeladen. Vor allem das, was wir zuletzt in der Allgemeinbildungsschule in Chemie gemacht haben. Das habe ich gerade aktuell in der Berufsschule als Thema. Sprich, alles nur Wiederholung für mich. Ja, da sagt mal einer, dass allgemeine Bildungsschulen doch nicht für etwas sind. Obwohl ich trotzdem kein Fan von Schulen bin. Naja. Ja, April. Am 27. April musste ich halt wieder unter Corona-Bedingungen zur Schule, um halt meinen realen Abschluss zu kriegen. Warum die nicht einfach nur ein Zeugnis kopiert haben. Und dann einfach draufsteht, Realschulabschluss ist keine Frage.
Darauf habe ich keine Antwort gekriegt. Wir mussten extra dafür Prüfungen ablegen. Das ist einfach nur dumm. Doch die Argumentation von den Lehrern war, ja, falls irgendein Chef mal sagt später, wegen Corona nehme ich dich nicht. Deswegen mussten wir die Prüfung machen. Ja. Das ist total Schwachsinn einfach nur gewesen. Ja. Aber sei es drum. Ist zum Glück hinter mir. Wir waren da in getrennten Klassen. Ja. Und wurden halt auch nur in den Hauptfächern, sprich Mathe, Deutsch und Englisch, unterrichtet. Und ja, im April hab ich auch erfahren, dass mein Vater Rheuma hat. Ja, scheiße. Aber halt nicht tödlich. Es geht ihm jetzt soweit besser. Es ist so, als ob er keine Rheuma hätte. Dank den Tabletten, die er nimmt. Ja, im Mai. Ja. Ja, im Mai gingen bei mir die Prüfungen los. Die erste Prüfung war Englisch, mündliche Prüfung. Da drin habe ich eine 3 gekriegt. Obwohl ich in Englisch nicht so alt die Granate bin. Ja. Dann war dann auch noch die Deutschprüfung und die Matheprüfung. In der Deutschprüfung habe ich auch eine 3 geschrieben. Und in der Matheprüfung war es, glaube ich, eine 5. Und in der englisch-schriftlichen Prüfung war es eine 4. Ja. Warum habe ich habe ich trotzdem meinen Realschulabschluss gekriegt? Weil ich in Mathe auf dem Zeugnis eine 4 hatte. Deswegen habe ich es noch gekriegt. Irgendwie habe ich es hingekriegt, meinen Realabschluss zu kriegen. Da bin ich auch froh, dass diese Zeit vorbei ist für mich. Jetzt heißt noch eine anstrengende Zeit unserer Ausbildung hinter mir bringen. Und dann wird erst gefeiert, so richtig. Ja. Im Juni war ich zum ersten Mal in meinem Leben in ein Autokino mit meinen Eltern. Ja, hat Spaß gemacht. Kann ich jedem nur empfehlen, Autokino. Schade, dass Autokinos aussterben. Allgemein Kino stirbt ja aus. Wegen den Streamingdiensten Netflix und Co. Und am 26. Juni habe ich meinen Realabschluss gekriegt. Da war unter anderem der Landrat dabei. Der hat gesagt, hat uns dafür gelobt. Ja. Für unseren Schulabschluss. Ja, das war's eigentlich auch schon.
Und dann hatte ich noch die Theorieprüfung für meinen Führerschein. Gut. Im Juli, da war ich eine Woche lang im Urlaub auf Fehmarn, wo die einzigste Ostseeküste Fehmarn. Ja, da war ich schon sehr oft, auch als Kleinkind. Und als Baby auch. Ja, davon habe ich ein paar Videos gemacht. Unter anderem ja vom Aquarium oder vom Galileo. Könnt ihr euch gerne anschauen, die Videos. Unter Urlaub und Freizeit sind diese Videos. Ja. Im August. Ja. Seit dem 3. August habe ich eine Ausbildung zur Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft. Den einen oder anderen wirst du mir sicher nicht sagen. Deswegen sage ich das umgangssprachliche mal. Müllmann einfach. Damit könnt ihr meistens etwas anfangen. Aber die offizielle Bezeichnung ist Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft. Ja. Am 3.8. da haben wir die Azubis vom Landkreis halt kennengelernt. Und am 4.8. ging es so richtig für mich los. Dort habe ich halt den Betrieb halt kennengelernt. Ja. Und im August habe ich mir ein neues Handy gekauft. Und zwar das Huawei P30 Lite, womit ich auch gerade dieses Video aufnehme. Und im August haben ich und meine Eltern halt das Treppenhaus gestrichen in Orange. Vorher war es so himmelblau und halt die Türen weiß gestrichen. Und da haben wir auch halt neue Fenster gekriegt. Weil die alten Fenster vorhin oben halt milchig waren. Und jetzt habe ich eine klare Sicht dadurch. Obwohl es bei meinem Fenster eigentlich ging, hätte ich jetzt nicht unbedingt zwingen gemusst. Aber jetzt ist auch Vorteil. Vorher konnte man die rechte Fensterseite nur ganz öffnen und nicht kippen. Und jetzt kann ich die rechte Fensterseite auch nur kippen. Irgendwie verliere ich nur Punkte. Naja, egal. Ich habe ja gesagt, dass ihr nicht so oft das Fahren achten sollt. Ja. Im September ging es für mich zum ersten Mal zur Berufsschule in Goslar, wo ich auch für die nächsten 3 Jahre hin muss. Ja, für 2 Wochen. Klasse. Ist ganz nett, mit denen verstehe ich mich auch alle. Meistens trinken wir abends Alkohol nach der Schule. Die Lehrer sind auch, ja, naja, gewöhnungsbedürftig. Nett, aber gewöhnungsbedürftig. Der eine Lehrer geht nämlich immer rauchen, wenn er sagt, lass mich raten, kann Internet verbinden. Ja, der eine Lehrer geht immer rauchen, wenn er sagt, ja, ich gehe kurz mal was kopieren. Und das für so eine Stunde. Irgendwann können wir wohl irgendwann auch mit raus, wenn er rauchen geht. Schon 29, fast eine halbe Stunde, das nehme ich schon auf. Na gut, ist ja auch ein Silvesterspaß. Ist ja klar, dass es hier gehört. Wo war ich? Ach ja, richtig. Um,
Ja, Klasse ist wie gesagt letztes Mal, sind auch okay. Bei meinem ersten Zimmer, wo halt das Badezimmer halt gegenüber war, da war die Dusche ein bisschen dreckig. Aber sonst, ja, sind in Ordnung. Es ist ja auch ein Berufsförderungswerk und kein Hotel. Das sollte ihm klar sein. Wir sind nur da, damit wir was zum Pennen haben. Sonst müssen wir uns irgendwie ein Hotel suchen oder so. Und das dann noch selber bezahlen. Und das Berufsförderungswerk übernimmt die Firma. Ein Wunder, denn mein Arbeitgeber ist eigentlich sehr, naja, übernimmt ungern Sachen. Spritkosten, wenn ich ein eigenes Auto hätte, müsste ich selber bezahlen. Na gut, also der Arbeitgeber sagt wohl, entweder du zahlst Spritkosten, wir übernehmen die Spritkosten und du zahlst die Unterkunft, oder wir zahlen die Unterkunft und du zahlst Spritkosten. Also dann glaube ich lieber ist Spritkosten selber zahlen besser. Ich glaube, die Unterkunft ist schon sehr teuer. Mit Verpflege und alles drum und dran. Einige meiner Klassenkameraden müssen wohl das Berufsfeld, die Unterkunft zahlen. Weil der Betrieb das nicht nimmt. Naja, sei es drum. Ja. Auch Bücher übernimmt mein Betrieb nicht. Muss ich auch selber zahlen. Hat ungefähr 200 Euro gekostet. Alle Bücher zusammen. Und dann noch Kopierkosten. Alter Falter. Ja, Ausbildung ist teuer. Und Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Lasst es euch gesagt sein. Ja. Im Oktober war Halloween. Bei uns hat dieses Jahr niemand geklingelt. Obwohl welche gegangen sind. Aber anscheinend nicht bei uns in der Gegend. Ja, und die meisten hatten halt Süßigkeiten draußen aufgestellt, damit die Kinder nicht klingeln müssen. Was auch logisch ist. Kontakt vermeiden, ja. Ja. Im November und Dezember, also die letzten beiden Monate, ging es für mich halt nochmal 2 Wochen halt nach Goslar. Und ja, das letzte Mal für diesem Jahr. Das nächste Mal muss ich Ende Januar für 3 Wochen hin. Aber zum Ausblick, zum bisschen Ausblick für nächstes Jahr komme ich gleich noch. Und jetzt habe ich aktuell ja 2 Wochen Urlaub. Muss ich sagen, habe ich mir auch verdient. Ich habe nämlich von August bis zum 21. Dezember durchgearbeitet. Natürlich am Wochenende frei gehabt. Klar. Als Azubi habe ich das Recht nämlich drauf. Muss ich. Also. Muss ich nicht unbedingt am Wochenende arbeiten. Ja. Das war's dieses Jahr bei mir privat und Schule und Arbeit. Ja, dann versuche ich mein bisschen einen Ausblick auf das Jahr 2021 zu legen. Was so meine Vorsätze für YouTube und für die Arbeit sind. Und was so ansteht. Ja, Let's Plays, die kommen, seht ihr ja immer. Ja, in der Kanalinfo. Ich versuche dieses Jahr soweit meine Ausbildung nicht dazwischen funkt halt abzuarbeiten, also sprich mehr Let's Plays nächstes Jahr zu machen.
Aber YouTube wird definitiv zurücktreten. Halt wegen der Ausbildung. Denn, ja, nach Goslar, den 3 Wochen, geht es für mich 3 Wochen nach Hildesheim. Und da habe ich auch keine Zeit, Videos für YouTube aufzunehmen. Nur halt dann am Wochenende. Also sprich, wird YouTube für die Ausbildung halt zurücktreten müssen. Was auch klar war. Aber nein, ich werde nicht aufhören mit YouTube. So wie ich es mal vor ein paar Jahren angekündigt habe, dass ich, wenn ich ausgebildet bin, mit YouTube aufhören werde. Oder muss. Nein, muss ich nicht. Aber es wird halt weniger Videos kommen. Ist klar. Aber trotzdem versuche ich halt ein bisschen mehr Let's Play zu bringen. 4 Let's Plays in einem Jahr ist auch nicht so das Wahre. Na gut, Miitopia ist auch ein ziemlich langes Spiel, davon mal ab. Und die Politik um Pascal News werde ich auch weitermachen. Die gefallen mir auch. Und natürlich auch die Let's Plays. Werde ich weitermachen. Ja, ich hoffe, dass ich nächstes Jahr die 200 Abonnenten schaffe. Mal schauen, was dann für ein Abonnenten-Special kommt. Und was ich dann machen werde, aber. Wenn ich 200 Abonnenten kriege, gerne den Kanal abonnieren. Ich bin für jedes einzelne Abo dankbar. Definitiv. Und Hildesheim ist halt im Februar halt Lehrgang. Und zwar ein Techniklehrgang. Und dann irgendwann im April ein Laborlehrgang. Für 3 Wochen. Und im Februar werde ich auch 18. Werde aber nicht groß feiern. Wegen Corona mit Sicherheit. Sprich nur im Kleinkreis. Werde ich feiern. Obwohl ich vorgehabt habe, groß zu feiern. Aber ja, dank Corona wird es leider wohl nichts. Ach ja, und ich hoffe, dass ich nächstes Jahr auch meinen Führerschein endlich kriege. Und ja, dieses Jahr einen Führerschein. Ich habe nun alle Pflichtfahrstunden hinter mir. Also ich habe Autobahnfahrt hinter mir, Beleuchtungsfahrt, Übungsfahrten und Überlandfahrten. Habe ich alles hinter mir. Jetzt heißt es einfach nur noch, dass die Fehler weggehen. Und dann, ja, möchte mich der Fahrlehrer prüfungsbereit kriegen. Denn er möchte wohl bald in Rente gehen. Und davor möchte mich halt, bevor er in Rente geht, möchte er mich halt prüfungsbereit haben. Was ja nett, finde ich. Ist. Ja, dann hoffe ich auch, dass alles halt mit Ausbildung so weiter klappt. Und ja, und bis jetzt habe ich so alles, was ich mir wünschen kann. Ja, diese Runde mache ich noch und dann würde ich sagen, war es das auch mit diesem Silvester-Special? Könnt gerne in die Kommentare schreiben, wie euer Jahr 2020 war. Ob es auch wie für die meisten schlecht war. Also für mich war es jetzt persönlich eigentlich ein gutes Jahr. Persönlich. Wegen, ja, Schulabschluss und Ausbildung und halt bestimmt Theorieführerscheinprüfung, was für mich eigentlich ein gutes Jahr für mich persönlich. Für die Welt war es natürlich ein schlechtes Jahr, keine Frage. Und meine Tante hat sich ja im Dezember mit Corona infiziert.
ist jetzt, hat es aber überstanden. Gott sei Dank hat sie es überstanden. Sie ist eine Risikopatientin. Aber trotzdem möchte sie sich nicht impfen lassen. Naja, Hauptsache sie hat es überstanden. Ja, dann hoffe ich auch, dass 2021 ein besseres Jahr wird als 2020 und dass 2021 wieder geböllert werden kann und dass Weihnachten nicht unter Corona-Bedingungen stattfindet und dass auch das mit Abstand halten und Masken tragen ein Ende findet und dass Corona zu Ende geht. Gut, zu Ende gehen wird Corona mit Sicherheit eh nie. Es wird mit Sicherheit werden wie die Grippe. Aber dass halt wir wieder ein normales Leben führen können. Das hoffe ich für 2021. Naja. Böllert nicht zu viel, falls ihr böllern dürft. Und trinkt auch nicht zu viel. Ja. Ansonsten wünsche ich euch auch einen guten Rutsch ins Jahr 2021. Man hört sich. Und liest sich in den Kommentaren. Und ja, das war's für dieses Jahr hier auf YouTube. Bis nächstes Jahr. Ja. Ciao.